Johann Wolfgang von Goethes Roman »Die Wahlverwandtschaften« konzentriert sich im Wesentlichen auf vier Personen. Im Fokus steht dabei das wechselnde Beziehungsgeflecht aller Beteiligten. Erzählt wird diese Geschichte von einem allwissenden, auktorialen Erzähler. Diese Erzählweise ermöglicht es, in die Köpfe der Beteiligten zu sehen und ihre Handlungsmotivationen und Gedanken nachvollziehen zu können. Wie denken und handeln die Hauptfiguren? Zu Beginn wird das Verhältnis zwischen dem Baron Eduard und seiner Frau Charlotte geschildert. Wir erfahren, dass sie von Jugend an ineinander verliebt sind. Aus gesellschaftlichen Zwängen heraus. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com